Und willkommen zu einer ganz neuen Folge Thief Simulator. Ich habe wieder Einbrüche vor mir, das könnt ihr nicht glauben. Wir rauben die Hütten aus, wir nehmen mit, was wir kriegen können und wir geben nichts wieder her. Und wir gucken gerade mal, was wir das letzte Mal an Beute gemacht haben, was dabei noch hängen bleibt. Oh, 50 Dollar, 46, 350, 25, 33, 25, 100, 500, 1200, 900, 900 und nochmal 1200. Damit haben wir jetzt 21.558 Cashmashs. Okay, dann halt falsches Auto. Dann gehen wir doch mal. Begeben wir uns mal auf ein spezielles Abenteuer, glaube ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen heute mal was machen, was wir noch nicht gemacht haben. Green Street. Green View Street. Ich krieg's immer noch nicht hin. Green View Street. Die nächste Polizei ist wieder unverrichteter Dinge abgezogen. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Wo ist denn hier? Ah, da. Guten Abend. Ja, gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Alles gut. Gehört zur Nachbarschaftspatrouille. Vorsicht, aufmerksamer Nachbar. Wir gucken, dass immer alles in Ordnung ist. Mhm. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ach, Sie gehen da drüben lang. Okay. Nirgendwo einbrechen, ja? Ich sehe Sie genau. Und los geht's. Luftballon, Luftballon. Schönes Pepper Woods Lied. Gerade geht's Licht aus. Da. Komm, geh da weg. Machen Sie da. Vermeintlich abgelenkt. Oh, hier ist eine Garage oder was? Was soll denn das? Ganz heißes Spiel hier. Ein ganz heißes Spiel. Yeah. Alter, macht das einen Krach. Auf. Einsteigen. Kurz schließen. Und Abmarsch. Wir haben ein Auto geklaut. Und es ist nicht mal die Polizei auf dem Fersen. We are the champions, my friends. We'll keep on fighting till the end. Jawohl, wir haben einen Truck und wisst ihr, was wir jetzt damit machen? Mit dem geklauten Truck? Den schieben wir uns jetzt ins Haus und schlachten ihn aus. Da lang. Na dann, was haben wir denn hier alles? Mhm. Na, das wollen wir doch direkt mal entfernen. So. Ah, hier müssen wir erst Kerzen rausdrehen. Alles klar. Ah ne, erstmal die Zündleitung ab. Jetzt die Kerzen.
Sehr gut, sehr gut. So, ich glaube, das wird zu langsam für euch, zu langweilig für euch, wenn wir hier weiter die Karre zerlegen. Das heißt, ich zerlege die ohne euch in aller Ruhe fertig und zeige euch dann später, was an der Lösung rausgekommen ist. Wir fahren mal eine Runde weiter Diebsen. Und wir fahren jetzt wieder nach Richie R Street, wo die Polizei eh schon hinter uns her ist. Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Focus. Focus. Bisschen sterilisieren. So. Nur Spaß. Okay. Dieses Mal. Ich bin fokussiert. Ich bin eins mit diesem Haus. Ich bin eins mit der Überwachungsanlage. Ich bin eins mit meinem Körper. Und ich bin alles als unaufmerksam. Alles andere als unaufmerksam. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Er macht das, was ein Spider-Schwein macht. Du, gebt acht. Er ist das Spider-Schwein. Okay, jetzt klauen wir uns nochmal schnell ein paar Sachen. Weil diesmal sind wir sicher, dass es klappt. Ah, meine Augen brennen. Das alles und hier Karl August, du kommst gleich auch noch mit. So, der sieht uns hier nicht, war da vorne auch nicht. Oh, wieso brennen denn meine Augen? So scheiß Allergie, ey. Ich sag's euch, seid froh, dass ihr kein Allergiker seid. Kommt die Sonne heute raus, schon bin ich wieder am. Sind meine Augen wieder am Tränen wie sonst was. Hat mich denn jetzt entdeckt? Der Wachdienst. Nein, du kommst hier nicht zu mir. Du findest mich nicht. Du findest mich nicht. Nee, 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 nee. Gibst du gleich auf oder machst du jetzt für Ewigkeit weiter? Komm, gib auf. Bitte. Bitte. Was stehst du da oder was? Hey, du darfst nicht in die Hecke pinkeln. Sehr gut. Nur tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich hätte auf der Seite der Hecke runterspringen sollen. Komm schon. Ich kann jetzt nicht gehen. Der steht jetzt schon zu lange da. Dreht es gleich um und dann war's das. Komm, gönn ihm. Bewegt sich kein Stück da weg. Mann, das ist so eine heiße Nummer hier. Wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera! Da ist die Kamera! Oh. Oh. Okay, jetzt. Ich bin eins mit dem Haus. Ich bin eins mit der Welt. Ich bin eins mit dem Sicherheitssystem. Und ich bin, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich bin natürlich auch eins mit den Wachleuten.
Okay, nochmal. Turbogang. Das da. Und das da. Hallo, warum kommt das Geld nicht mit raus? Jetzt. Das da. Da war es, ja, da war das. Nur das Handy. Tür. Controller, das Geld. Statue von August, aber dann nehme ich mir die von hier unten. Ist das gleiche, werden ist genauso hässlich. Schon viel schlauer. Viel besser. Da ist eine Kamera. Nee, wenn ich das aufschneide, bin ich direkt im Eimer. Oh mein Gott, da kommt ein Polizist. Oh, da kommt kein Polizist. Nee, die Polizei hat aufgehört, mich zu suchen. Genau jetzt. Oh, wie stark ist das denn? Jetzt muss ich noch meine Statue nehmen. Einmal ums Haus. Und dann können wir zum Diebstähl endlich wegbringen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Familie irgendwas ausgeraubt. Noch nicht perfekt und wir waren noch nicht in allen Zimmern. Aber wir haben etwas rausgeraubt, ohne bemerkt zu werden. Oh mein Gott, Leute. Was ein Abenteuer. Bam, bam. Ba, 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 ba. Piepenkumpel, du musst mit mir mitkommen. Mitkommen? Wohin? Zurück. Wohin zurück? Zurück. In das Haus. Warum fährt mein Auto nicht? Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. So, ich muss meinen Kopf noch einladen hier. Du, 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 du. Cool, ich habe schon eine Palme drin. Und ab geht's. Yeah. Und nach Hause. Mal gucken, ob wir bei Black Bay mehr bekommen oder ob wir es dann gleich zum Pfandhändler bringen. Volle Sterneheimlichkeit, Stufe S. Vergiss nicht die unvergebenen Sternepunkte. Jawohl, ja. Skillpunkte, nicht Sternpunkte. Ah, wie mega, mega gut. So, direkt mal gucken, was Black Bay hergibt. Haben wir hier irgendwas? Kunst? Nee, das ist nicht dabei. Ist das was Antikes? Antike Statue, aber nicht die. Anderes? Okay, nein. Von dem, was wir... Ah, vielleicht Elektronik? Autoteile? Ah, haben wir eben abgebaut. Der Abgaskrümmer von vorhin. $800. Ja, weg damit. Okay. Rest haben wir nicht. Und ich wollte nochmal in Serious Forums gehen. Und in die Richie R Street. Und gucken, ob wir zu dem Haus noch mehr rausfinden können. Nee, ich weiß nicht genau, welches Haus das ist. Von denen hier glaube ich keins. Okay. Dann gucken wir jetzt noch, wie viel Beute wir gemacht haben. Beziehungsweise wir entsperren noch schnell hier die Gerätchen.
Und jetzt gucken wir, wie viel Geld wir gemacht haben in dieser Folge. Cash, Mash, Mash, Cash. Ach, fahr mal mit der Klapperwitz, auch egal. Nee. Ich weiß nicht, ob die Statue dann mit ist. Müsste wahrscheinlich, so exakt ist das alles nicht gemacht hier in dem Spiel. Aber Pfandhaus. So. Welcome back. Welcome back. Antike Statue. Was, die willst du nicht haben? Warum will der die nicht haben? Okay. Spielkonsole teuer. Uhr aus Weißgold teuer. 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 Und das will er nicht aus irgendeinem Grund. Da muss ich mal gucken, warum. So, wir haben 21.000 Dollar gemacht. 21.255 Dollar. Wir hatten schon vorher, ich weiß nicht genau wie viel, aber ist egal. Wir haben dieses krasse Haus geschafft. Ich bin sehr stolz darauf. Und wer das nächste Mal sehen will, wie wir das Haus so richtig ausräumen, der schaltet einfach nächstes Mal wieder rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke und keine Folge zu verpassen. Und schaut auch gerne meine anderen Playlists an. Ich habe ganz, ganz viele Spiele, die ich spiele. Und dann habe ich meinen neuen Zweitkanal Rouges Welt mit einem schönen Interview drauf mit Captain Jack Sparrow. Schaut euch das auch mal an. Lasst da gerne mal ein Abo. Das sind erst 43 Abos auf dem Kanal. Da kann auch ein bisschen Support gebrauchen. Von daher haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns in der nächsten Folge Thief Simulator. Ciao.